Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute ist wieder Rätselzeit und ich hoffe, dass ich ein ganz interessantes Rätsel für dich habe. Ich hoffe, dass du alles richtig beantworten kannst, obwohl, nee, tue ich eigentlich nicht. Ich hoffe, dass du zumindest ein oder zwei Fragen vielleicht nicht ganz beantworten kannst, damit ich dir in dem Video auch das ein oder andere zeigen kann, was du nicht oder so noch nicht gewusst hast. Die Regeln sind klar. 2 Punkte pro Frage, wenn du es beantworten kannst, ohne anzuhalten. 1 Punkt, wenn du stoppst und nachschlägst. Am Ende der Watchmorph hat 4 Punkte, 2 pro Uhr, beziehungsweise einen, wenn du anhältst. Bevor wir loslegen, noch eine ganz kurze Sache. Du kannst meinen Kanal unterstützen, indem du ein Abo da lässt oder ein Like oder einen Kommentar oder aber, und das würde dich am meisten freuen, meinen Kanal Freunden, Familie, Kollegen, Kindern, Nichten, Neffen empfiehlst und sagen, schaut mal rein, das ist ganz interessant und vielleicht ist ja sogar dieses Quizformat oder aber mein Podcast auch ein Format, was interessant sein könnte für Leute, die nicht ganz so uhrenverrückt sind. Aber jetzt starten wir direkt mit der ersten Frage. Welche Marke stellt Uhren ohne Deckglas her? Und damit meine ich das Glas über dem Ziffernblatt. Ist es A. Elektro oder B. Spirali oder C. Magneto oder D. Transferu oder E. Visira? 10 Sekunden ab jetzt. Ja, es ist Magneto. Die anderen 4 Sachen habe ich mir ausgedacht. Ob es die irgendwo gibt, keine Ahnung. Aber ich habe mir diese Namen für mich hier an meinem Schreibtisch ausgedacht für dieses Video. Magneto stellt Uhren ohne Glas auf dem Ziffernblatt her. Wobei Ziffernblatt stimmt auch nicht ganz, denn es gibt noch nicht mal Zeiger. Es gibt 2 Kreisbahnen, auf denen Metallkugeln laufen, die durch Magnete in die entsprechenden Positionen gebracht und dort gehalten werden. Wenn man an der Uhr rüttelt, dann bewegen sich die Kugeln, finden aber automatisch wieder ihre richtige Position. Ich habe eine solche Uhr bestellt und werde sie auf meinem Kanal vorstellen, aber nicht nur vorstellen, sondern da gibt es noch ein ganz besonderes Gimmick, ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Also guckt mal auf meinen Kanal, ob ihr da Videos zu Magneto findet, denn das ist zumindest auf meinem Kanal eine Überraschung. Ja, jetzt kommen wir doch direkt zur zweiten Frage. Wieder 2 Punkte, 1 Punkt. Ihr kennt das. Wann wurde die Breguet-Spirale entwickelt? War das 1703, 1795, 1820, 1873 oder war das erst 1901? 10 Sekunden. Ab jetzt. Ja, die absoluten Nerds unter euch haben das bestimmt gewusst. Es war 1795. Da hat Abraham Louis Breguet eine Antwort auf ein altes Problem gefunden, denn bis dahin waren die Spiralen flach, zweidimensional, das heißt, sie wurden als Metallband oder Bändchen aufgewickelt und haben sich genau in einer Ebene bewegt. Die Breguet-Spirale hingegen ist abgewinkelt, hat 2 Knicke in der Spirale und geht damit aus der flachen Ebene hinaus, eine Ebene darüber sozusagen in den zweiten Stock. Warum das technisch so ist, kann ich nicht erklären, ich bin kein Techniker, aber damit wurde erreicht, dass die Spirale gleichmäßiger schwingt, weniger Abweichungen hat und die Uhr genauer und vor allen Dingen auch verschleißärmer gehen kann. Das Ganze hat Abraham Louis Breguet 1795 erfunden. Kommen wir zur nächsten Frage. Was bezeichnet
der Begriff E-Busch. Ist es eine Verzierung auf der Uhrwerksplatine? Ist es das Uhrenrohwerk ohne Hemmung? Ist es eine Taschenuhr mit seitlichem Drücker? Oder ist es eine dreifache Sicherung des Uhrenbandes? Oder bezeichnet es die getrennte Lagerung von Uhr und Papieren, um es Dieben nicht zu leicht zu machen? 10 Sekunden ab jetzt. Also ich hatte es nicht gewusst, ich hatte keine Ahnung und habe es mir tatsächlich auch erst angelesen in Vorbereitung auf dieses Quizvideo. Das französische Wort E-Busch bezeichnet das Rohwerk einer Uhr. Und zwar ist das Rohwerk nur das Basiswerk mit den Rädern, den Zeigern und den Wellen. Die Hemmung, die Unruhe und die Zugfeder, sozusagen der Motor, der gehört nicht zum E-Busch. Ja, das war die dritte Frage. Jetzt kommt die vierte Frage und die ist ganz kurz. Was ist eine Eisenbahnminuterie? Kurze Erklärung reicht, 10 Sekunden. Naja, das war, glaube ich, nicht ganz so schwer. Eine Eisenbahnminuterie ist eine Minuterie auf dem Ziffernblatt einer Uhr, die aussieht wie eine kreisförmige Eisenbahnschiene mit zwei dunklen Linien außen und die Minutenstriche sind genau zwischen diesen beiden dunklen Linien außen, sodass man hier also im Prinzip die Schienen sehen kann und die dazwischen liegenden Holzbalken, so wie man sich eine Bahnstrecke typischerweise vorstellt, hier gebogen in Kreisform, das ist eine Eisenbahnminuterie. Und die letzte Frage, die ich habe, das ist mein Watchmorph und ich muss gestehen, ich persönlich empfinde den als den schwersten, den ich jemals hatte. Ich finde den unglaublich schwer und trotzdem glaube ich, dass einige von euch mindestens eine Uhr erkennen. Es ist echt eine Herausforderung, aber ich bin sicher, dass zumindest einige eine Uhr erkennen. 25 Sekunden ab jetzt. Ja, wie gesagt, es war echt schwer. Schauen wir uns einmal die beiden Uhren an und entmorphen sie. Und dann könnt ihr sehen, dass es auf der einen Seite die SIN UX ist und auf der anderen Seite die Union Belisar. Zwei Uhren, die, wenn man sie nicht übereinander legt, komplett unterschiedlich aussehen, aber übereinander gelegt, haben sie mich aber sowas von verwirrt. Die UX wird verkauft am Lederband, nicht tegmentiert für 1.990 €. Massivband und Silikonband haben den gleichen Preis von 2.190 €. Die Belisar ist in einer absolut vergleichbaren Preisliga mit 2.150 €. Beides wunderschöne Taucheruhren, beide ähnlich groß, die UX 44 mm, die Belisar 45 mm. Die UX ist sogar etwas höher mit 13,3 mm, die Belisar hat hier nur 12,5 mm. Die Belisar, die klassische Wasserdichtigkeit von 20 bar. Bei der UX müssen wir nicht drüber reden, 5 bzw. 12.000 Meter. Belisar, ein Automatikuhr. Die UX mit einem hochinteressanten Quarzwerk, ölgefüllt und damit extrem gut ablesbar. Zwei grundverschiedene Uhren. Wer hat es gewusst? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin echt gespannt, ob irgendjemand von euch
beide Uhren erkannt hat. Ja, so viel an dieser Stelle von mir. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf mein nächstes Quiz. Bis dahin, tschüss, euer Axel.